Kaum ein anderer Teil der deutschen Finanzindustrie hat so schnell an Bedeutung gewonnen wie Venture Capital und Private Equity. Grund genug für die Kanzlei Schnittger-Möllmann Partners, einen europäischen Private Equity Summit der nächsten Generation ins Leben zu rufen. Führende Rechts- und Steuerexperten wagen einen Ausblick. Ich bin selber Notarin in Hamburg und habe dadurch natürlich viel mit Transaktionen, auch mit Private Equity Investoren zu tun und fand es einfach spannend, das mal so als aktuelles Thema gerade für die juristische Branche aufzubereiten. Und bisher hat sich das auch erfüllt, was sehr kurzweilig ist und interessant. Also schöner kann man es sich ja nicht wünschen. Die Gäste sind aus der ganzen Welt zum Event nach Berlin gekommen. PE Legal ist die Schnittstelle zwischen Private Equity und Venture Capital und bietet den Experten, die sich normalerweise selten persönlich begegnen, Gelegenheit zum Austausch. Es sind ganz viele interessante Menschen da, Vertreter unserer Branche, Rechtsanwälte, Steuerberater, aber eben auch ganz viele Industrievertreter aus der Private Equity Branche. Also viele Kollegen, die jetzt heute da sind, die sehe ich fast nie. Also selbst in der Transaktion sehe ich die physisch nicht, sondern das ist alles Telefon und Computer. Insofern ist das wunderschön, die alle mal zu treffen. Das ist wie so ein bisschen Klassentreffen. In insgesamt 8 Keynotes und Diskussionsrunden stellen die hochkarätigen Speaker den Gästen rechtliche und steuerliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Fondsstrukturen und Transaktionsabläufen vor. Wir haben starke Themen, die wirklich eine hohe Relevanz haben. Und die auch offensichtlich einen gewissen Nerv treffen. Ja? Also gerade jetzt hier das Regulatory Panel, aber auch später die Transaktionspanel. Anstehende Megatrends, aktuelle Legal Developments und nicht zuletzt die kritische Auseinandersetzung mit der Stabilität des Investmentsektors sorgen beim Fachpublikum für Diskussionsbedarf. Es muss doch mal wieder krachen. Die Krisenstimmung ist eigentlich nicht da, es ist mehr eine Volatilitätsstimmung im Markt. Und sie alle sind sich irgendwie klar, es muss eine Krise kommen, aber keiner weiß, kommt sie dieses Jahr, kommt sie in 3 Jahren, kommt sie vielleicht auch in 10 Jahren. Das ist, glaube ich, mehr so dieser Krisenmodus. Die Mehrheit der Anwesenden sieht vor allem Chancen für deutsches wie internationales Venture Capital und Private Equity. Ich bin optimistisch, was die wirtschaftliche Entwicklung in Europa für das kommende Jahr und auch für dieses Jahr betrifft. Klar gibt es Herausforderungen, dass die Rahmenbedingungen gerade auch für private Investitionen in Europa und in Deutschland besser werden. Das geht von steuerlichen Behandlung von Eigenkapital bis hin zu Regulierung, Binnenmarkt für Dienstleistungen, eine Kapitalmarktunion in Europa, die einfach wichtig ist. Abseits des offiziellen Veranstaltungsprogramms genießen die Gäste die entspannte Atmosphäre und das Angebot zur Erweiterung des eigenen Netzwerkes. Nettes Ambiente, viele interessante Personen da. Macht Spaß hier zu sein. Sehr gelungene Veranstaltung. Also man kann den Kollegen von Schnittger-Möllmann Partners dazu gratulieren. Der European Private Equity Summit bietet ein einzigartiges Forum für fachlichen Austausch und persönliches Kennenlernen. Hinter den Kulissen haben bereits die Vorbereitungen für das nächste SMP-Event begonnen.